Die Lufthansa verkauft jetzt also LGW an Zeitfracht. Na toll, ob das jetzt so ein wirklich spannendes Thema werden könnte, ich weiß ja nicht. Aber dann ist es doch wiederum sehr interessant, dass die gefühlt gerade erst übernommene LGW, die dann ja eine 100%ige Lufthansa-Tochter wurde, dass man die in vergleichsweise kurzer Zeit ja jetzt schon wieder als Ganzes abstoßen möchte oder als Ganzes abstoßen wird. Immerhin fliegen die doch für Eurowings und da will man doch auf jeden Fall expandieren. Und wer ist überhaupt Zeitfracht? Also so ein paar Fragen gibt es da schon, die man sich stellen kann. Und das schauen wir uns heute mal etwas genauer an und damit viel Spaß beim Video. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Und für dieses Thema fangen wir am besten mal direkt Ende 2017 an. Air Berlin ist jetzt also insolvent, die ehemals zweitgrößte deutsche Fluggesellschaft. Da ist jetzt Schluss. Und einige wundern sich völlig zu Recht, warum denn so viele Dinge im Hintergrund schon längst geregelt sind. Lufthansa steht nach gefühlt etwas mehr als 5 Minuten schon bereit, möchte am liebsten gleich den ganzen Laden übernehmen. Nach außen hin gibt man sich alles andere als verwundert über die Situation. Und in gefühlt noch sehr viel weniger als 5 Minuten hat der Staat einen 150 Millionen Euro Kredit organisiert, um die Air Berlin noch ein paar Tage in der Luft zu halten, damit auch jeder schön brav nach Hause kommt, bevor dann endgültig Schluss ist. Also da kann man sagen, was man möchte, die haben da im Hintergrund schon über Lösungen gesprochen, da war in der Öffentlichkeit noch nicht mal klar, wie die Frage lautet, wenn ihr versteht, was ich meine. Aber wie dem auch sei, dass Lufthansa-Eurowings einen Großteil der ehemaligen Air Berlin Kapazitäten und damit auch einen Großteil der ehemaligen Air Berlin Flugzeuge und des ehemaligen Air Berlin Personals übernommen hat, das ist kein Geheimnis. Aber da einen Überblick zu behalten, das war allein aufgrund der Anzahl an Flugzeugen und aufgrund der Anzahl an verschiedenen Leasingverträgen, die da zwischen der Air Berlin und anderen Fluggesellschaften am Ende noch geschlossen wurden, das war wirklich schwierig. Am Ende des Tages waren es dann aber 77 Flugzeuge, die aus dem ehemaligen Air Berlin Bestand zur Lufthansa bzw. in die Lufthansa Group übergegangen sind. Die ehemaligen Air Berlin Flugzeuge wurden entweder direkt von der Lufthansa vom entsprechenden Leasinggeber gekauft, denn Air Berlin hatte ja zum Ende hin keine eigenen Flugzeuge mehr, oder aber Lufthansa mietete die Maschinen jetzt für ihre eigenen Zwecke an. Dazu übernahm man einen anderen Teil der Air Berlin, nämlich die Luftfahrtgesellschaft Walter, kurz LGW. Das war mal eine eigenständige Fluggesellschaft, die ging dann im Jahr 2007 eine große Partnerschaft mit der ehemals zweitgrößten deutschen Fluggesellschaft, also mit der Air Berlin, ein. Ab dem Jahr 2009 war man dann nicht mehr eigenständig als LGW, sondern nur noch unter der Marke, unter dem Namen Air Berlin unterwegs. Und im Jahr 2017 wurde LGW dann zu einem symbolischen Preis, mit anderen Worten, einfach so von Air Berlin übernommen. Nach der Insolvenz der Air Berlin wollte die Lufthansa die LGW, also die Luftfahrtgesellschaft Walter, im Paket zusammen mit dem immer als rentabel bezeichneten Teil der Air Berlin, also mit der Fluggesellschaft Niki, für etwa 200 Millionen Euro übernehmen. Dazu etwa 20 Flugzeuge. Die zu dem Zeitpunkt begehrte Fluggesellschaft Niki flog dann ja aus dieser ganzen Geschichte wieder raus, beziehungsweise Lufthansa zog das Angebot für Niki zurück, nachdem man durch die Wettbewerbsbehörden schon mal so einen Hinweis darauf gekriegt hat, dass die das wohl nicht ganz so toll finden würden, wenn man die jetzt auch noch übernimmt. Was übrig bleibt, ist die Luftfahrtgesellschaft Walter, die von der Lufthansa übernommen wurde, aber nicht für 200 Millionen, sondern für 18 Millionen. Dazu bekam man dann unter anderem nämlich keine Flugzeuge mehr, beziehungsweise keine wirklichen Flugzeuge mehr, denn die fast 20-8 in der Flotte der Luftfahrtgesellschaft Walter, die sind auch alle geleast. Tja, und das war eigentlich der Stand, auf dem wir bis heute sind. Die Luftfahrtgesellschaft Walter als 100%ige Tochter der Lufthansa. Die Maschinen der LGW wurden nach und nach in die Farben der Eurowings gebracht, denn von nun an war man nur noch, anstatt für Air Berlin unterwegs zu sein, war man nur noch für die Lufthansa Billigtochter unterwegs. Ja, und spätestens an der Stelle hörte man dann auch mal was von der Unternehmensgruppe Zeitfracht. Und das ist auch schon direkt mal der erste wichtige Punkt. Es ist eine Unternehmensgruppe. Zeitfracht ist nämlich keine kleine Fluggesellschaft hier in Deutschland, die man irgendwie nie gesehen hat und die jetzt einfach anfangen möchten zu expandieren oder sowas, sondern das ist eine Unternehmensgruppe, heißt, sie sind an Unternehmen zu einem gewissen Prozentsatz beteiligt oder besitzen diese Unternehmen komplett. Dabei ist Zeitfracht extrem breit aufgestellt. Also sie sind in total vielen verschiedenen Bereichen tätig, unter anderem halt eben auch in der Luftfahrt, das aber erst seit dem Jahr 2017. Laut Aussage des Geschäftsführers gibt es aber schon seit einigen Jahren Ideen und Pläne, die Zeitfrachtgruppe mit ihrer Strategie auch in der Luftfahrt vernünftig und rentabel unterzubringen. Dafür konzentriert man sich auf Nischen, nutzt schnell und flexibel Chancen, die sich am Markt ergeben und versucht die dann in ein rentables Geschäft umzuwandeln. Und genauso eine Chance für die Zeitfrachtgruppe war halt eben die Air Berlin Insolvenz. Man kaufte dann nämlich eigenhändig die Air Berlin Tochter Leisure Cargo, ein Frachtdienstleister mit wohl etwa 60 Mitarbeitern. Und man besorgte sich zum 1. Oktober 2017 hin die WDL Aviation. Das ist eine kleine Fluggesellschaft, die hatte zu dem Zeitpunkt eine Flotte bestehend aus 4 älteren Afrojets. Das stockte man direkt mal auf 7 Exemplare auf, wobei die 3 in Anführungszeichen neueren Maschinen Frachter sind,
die etwa 10 Tonnen Fracht in Form von Päckchen und Paketen durch die Gegend fliegen, während die 4 Passagierflugzeuge der Fluggesellschaft für größere Airlines an den Start gehen. Zum Beispiel war WDL Aviation zusammen mit Condor für EasyJet unterwegs, nachdem die in Berlin-Tegel so viele Slots von der insolventen Air Berlin übernommen hatten. Die jetzt zu 100% der Zeitfracht gehörende Fluggesellschaft WDL Aviation wird allerdings in den nächsten Monaten ihre 4 Afrojets, also ihre 4 Passagierflugzeuge, abgeben. Die Maschinen werden dann durch 4 gebrauchte Embraer-Flugzeuge ersetzt. Langfristig soll dadurch dann eine Art Ad-Hoc-Charter aufgebaut werden, der schnell und flexibel für verschiedenste Kunden eingesetzt werden kann, während man mit den anderen Flugzeugen in der Flotte kleinere Frachtstücke in Europa in kürzester Zeit verteilt. Ob das langfristig funktioniert, ist eine gute Frage, aber die scheinen schon keinen allzu doofen Plan dafür zu haben. Und die Chance dafür, diesen Plan jetzt vernünftig umsetzen zu können, die kam eben hauptsächlich durch die Air Berlin Insolvenz. Dazu wurde Zeitfracht ein Eigentümer des ehemaligen Air Berlin Wartungsbetriebes und man möchte sich jetzt entscheidend an der rumänischen Blue Air beteiligen. Jetzt aber wieder zurück zur Lufthansa-Seite. Die LGW, die Luftfahrtgesellschaft Walter, ist jetzt also Teil der Lufthansa Group. Man ist ausschließlich für Eurowings unterwegs und man hat jetzt wieder nur 17-8 in der Flotte und gibt die LGW jetzt an die Zeitfracht ab. Damit kommt es zu der, soweit ich weiß, noch nie dagewesenen Situation, dass Lufthansa eine 100%ige Tochter auf einen Schlag zu 100% abgibt. Und das klingt alles erst einmal sehr viel wilder, als es dann am Ende des Tages überhaupt ist. Denn Zeitfracht sichert sich damit einfach ein großes und für sie wichtiges AOC, eine komplette Fluggesellschaft. Die im Schnitt etwas mehr als 10 Jahre alten Flugzeuge vom Typ Dash 8 bleiben alle bei der LGW, genauso bleiben sie auch in Eurowings-Bemalung. Denn Zeitfracht wird mit der am 1. April 2019 zu ihnen kommenden neuen Errungenschaft auch weiterhin für Eurowings fliegen. Heißt, Eurowings bleibt der große und einzige Kunde der LGW und wird damit ein großer Kunde der Zeitfracht. Und wenn man jetzt schon die komplette Fluggesellschaft übernimmt, die komplette Flugzeugflotte übernimmt, den einzigen großen Kunden übernimmt, dann kann man auch alle Mitarbeiter der LGW übernehmen. Und genauso wird das die Zeitfracht auch machen. Das, was da jetzt passiert, wird sich also hauptsächlich im Hintergrund abspielen. Von außen betrachtet bleibt alles beim Alten. Aber wieso macht das die Lufthansa jetzt, in vergleichsweise kurzer Zeit eine komplette Fluggesellschaft übernehmen und sie dann auch komplett wieder abgeben, nachdem man die Flugzeuge umlackiert hat? Lufthansa hatte ziemlich sicher von Anfang an keine langfristigen Pläne mit der Luftfahrtgesellschaft Walter. Vielmehr kam mit den Dash 8, also mit den Flugzeugen und das ja auch in großer Anzahl, also mit 17 Regionalflugzeugen und der Fluggesellschaft als solches, die Möglichkeit, viele Slots vom ehemaligen Konkurrenten Air Berlin zu übernehmen. Hätte man diese Fluggesellschaft bzw. die 17 Flugzeuge heißt, da hängen auch wirklich viele Slots dran, hätte man die jetzt nicht ohne weiteres einfach so übernehmen können bei der Air Berlin Insolvenz, dann hätte man wohl auch nicht mal einen Bruchteil der vorher von dieser Fluggesellschaft bedienten Slots haben können. Jetzt hat man aber mit der Übernahme ausnahmslos alles für sich bekommen. Jetzt allerdings wird die LGW langsam aber sicher zu einer in Anführungszeichen unnötigen Randerscheinung in diesem gesamten Eurowings-Konstrukt. Sieht aus wie Eurowings, fliegt für Eurowings, ist halt aber eben nicht Eurowings. Es sind ganz andere Flugzeuge, es sind ganz andere Mitarbeiter und das wird auch so bleiben. Heißt, unnötige Komplexität in einer sonst sehr einheitlich und klar aufgebauten und gut strukturierten Fluggesellschaft. Da ist es eigentlich nur logisch, dass man diesen Laden bei der nächstbesten Möglichkeit, beim nächstbesten Angebot direkt wieder abgeben möchte und das am besten im Ganzen. Die Kapazitäten aber, die die LGW mit ihren Flugzeugen ermöglicht, die kann man bei Eurowings zum aktuellen Zeitpunkt durchaus noch gebrauchen. Heißt, aus der Eurowings wird ein LGW-Kunde, der auch in naher Zukunft noch einer sein wird, aber ganz langfristig wird man die Zusammenarbeit mit der Fluggesellschaft wohl eher beenden wollen und die Strecken mit entsprechendem Eurowings-Personal, mit Eurowings-Flugzeugen besetzen. Und wenn man das jetzt mal so von der Seite sieht, dann war das schon wieder eine ziemlich clevere Aktion von der Lufthansa Group, oder nicht? Für die LGW-Mitarbeiter wird sich aber am täglichen Arbeiten jetzt wohl in naher Zukunft zumindest erst einmal gar nichts ändern. Es ändert sich ihr Arbeitgeber, aber was der in ferner Zukunft damit ihnen vorhat, das ist wieder eine ganz andere Frage. Zum aktuellen Zeitpunkt aber gibt die Eurowings der LGW einfach noch mehr als genug zu tun und das wird auch wie gesagt in den nächsten Monaten noch so bleiben. Was danach passiert, ist jetzt aber sehr schwer zu beurteilen. Woher soll man das denn wissen? Denn danach ist es natürlich Zeitfrachtentscheidung, Zeitfrachtstrategie und die müssen dann entscheiden, wie man die LGW eventuell umbauen kann, wo man sie einsetzen kann und wie sie am besten funktionieren kann. An der Stelle würde man dann die Sicherheit, die einem eine expandierende Lufthansa Group geben kann, verlieren. Das klingt aber sehr negativ. Man würde selbstverständlich auf der anderen Seite die Sicherheit, die einem eine Zeitfracht-Unternehmensgruppe geben kann, dazugewinnen. Aber wie die gerade aussieht und inwiefern das eine Sicherheit ist,
das ist halt gerade schwer zu beurteilen und deswegen ist das für die Mitarbeiter vielleicht aktuell ein kleines Fragezeichen. Ansonsten ändert sich an dem täglichen Geschäft der Mitarbeiter, genauso wie an den Verträgen oder an den Gehältern, wahrscheinlich erst einmal ganz genau gar nichts. Und auch für uns als potenzielle Passagiere der Eurowings bzw. der LGW ändert sich genau gar nichts. So viel dann also erst einmal zu der gestern angekündigten LGW-Zeitfrachtgeschichte. Ich finde es ziemlich interessant, wie die LGW da einfach als cleverer Schlüssel in einer sehr ausgeklügelten Lufthansa-Strategie benutzt wurde. Aber gut, ich bin sehr gespannt auf eure Meinung zu dem Thema. Wie immer, ich freue mich auch über Feedback zu dem Video und damit soll es das für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns morgen bei einem neuen Video wieder. Ich freue mich auf eure Kommentare. Lasst es euch gut gehen und tschüss.